Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Fussem, bei manchen Passagen Ihrer Rede denke ich mir, er ist doch eigentlich schlauer als das, was er hier als Rede vorgibt. Ich frage mich manchmal, was, also ja, ich will es Ihnen an einer Stelle auch deutlich machen, worum es geht. Das ist auch nicht bräsig, lieber Kollege Rasche, mir ist auch gestern aufgefallen, dass die Zwischenrufe, seitdem Christoph Rasche Fraktionsvorsitzender ist, leider an Niveau nicht gewonnen haben, um es mal vorsichtig zu sagen, jedenfalls was meine Redebeiträge angeht. Aber das muss er mit sich selber ausmachen. Ist jetzt ja Weihnachtspause, 2 Wochen, dann kann er mal drüber nachdenken. Auch gestern in der Straßendebatte waren manche Zwischenrufe, man kann es ja im Protokoll auch nachlesen, vom Kollegen Rasche derart unterirdisch. Da ist der Weihnachtsfriede aber noch nicht eingekehrt, leider. Ich würde es ihm aber wünschen, dass das noch entsprechend passiert. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Thema zurück. Kollege Fussem, Sie haben eben die Planerstellen angesprochen. Ja, als wenn jetzt sozusagen das Feld reich bestellt würde. Es ist doch die Wahrheit, dass von 2004 bis 2013 Planerstellen bei Straßen-NRW abgebaut worden sind. So, und da gab es, wie wir alle wissen, Koalitionsregierung unterschiedlichster Couleur. Und die letzte Landesregierung hat auch in den letzten Jahren ihrer Amtszeit dort wieder zahlreiche Stellen geschaffen und Leute eingestellt. Also das jetzt hier so darzustellen, Ihre Rede, das meinte ich eben mit meiner Bemerkung, Kollege Fussem, dass bis einschließlich 2017 Mai hier reduziert wurde und ausgedünnt wurde. Und jetzt kommt sozusagen der große Hort der Möglichkeiten. Das ist einfach unredlich. Und weil ich Sie ansonsten schätze und auch kenne, Kollege Fussem, finde ich es eigentlich gut in der Rede, wenn Sie das auch mal ein bisschen differenzierter erwähnen, als das, was Ihnen da aufgeschrieben wird. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Thema Haushalt, Kürzungen oder Weiterführung, Thema Sozialticket. Ich bin gleich gespannt auf die Ausführungen des Ministers. Wir haben uns ja gefreut darüber, beziehungsweise haben wir es ja erst scharf kritisiert mit vielen Menschen in diesem Land und uns aber dann auch darüber gefreut, dass das Sozialticket weitergeführt werden soll. Aber die Frage, die im Raum steht, ist, wie geht es nach 2019 mit diesem Ticket weiter? Sie haben gesagt, 2018 werden die Mittel erhalten und werden entsprechend im Haushalt auch so wieder eingestellt. Gut, das ist richtig, also politisch richtig. Unsere Frage lautet, wie geht es in den Folgejahren weiter? Also entweder wird es weiterfinanziert über den Landeshaushalt oder haben Sie mittlerweile Gespräche mit den Verkehrsverbünden geführt? Wie soll das Sozialticket in den Jahren 2019, 2020 sukzessive weitergeführt werden? Das ist Ihre Chance gleich, Herr Minister, hier Stellung zu nehmen. Es gab Zehntausende, die protestiert haben in den Wochen, als die Debatte im Land lief, ob das Sozialticket eingestellt wird. Schenken Sie den Leuten reinen Wein auch noch vor Weihnachten ein und sagen Sie uns, wie geht es mit dem Sozialticket weiter. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Thema Straßenbaumittel. Wir unterstützen eindeutig von grüner Seite, dass Sie noch mal eine Schippe drauf tun, und das geht, glaube ich, der SPD genauso, bei der Frage der Straßensanierung. Aber es wäre genauso redlich gewesen zu erwähnen, dass in der rot-grünen Regierungszeit von damals, als wir die Regierung übernommen haben, 60 Millionen für Straßensanierung schon auf 127 Millionen, also mehr als verdoppelt wurde der Etatansatz im Bereich der Straßensanierung. Und es gibt ein Gutachten vom Landesrechnungshof, was klar nachweist, eigentlich bräuchte man im Jahr 200 Millionen Euro. Und wenn ich jetzt so auftreten würde, wie das hier manchmal der Herr Middeldorf von der FDP tut oder Herr Fussem mit seinen Reden, dann würde ich mich hier hin, Middeldorf, Entschuldigung, Kollegin, ich habe das auch gestern, glaube ich, schon einmal falsch ausgesprochen, das ist Herr Middeldorf, dann würde ich mich hier hinstellen und sagen, Sie brechen Ihr Wort. 200 Millionen Euro stand im Koalitionsvertrag und im Wahlprogramm. Es sind nur 160 Millionen. Sie sollten sich schämen. Sie lassen die Infrastruktur in diesem Land verrotten, meine Damen und Herren. Das wäre ein entsprechender Auftritt, den Sie uns hier wahrscheinlich hinlegen würden, wenn Sie in der Opposition wären und wir in der Regierung. Wir sagen Ihnen von grüner Seite, es ist gut, dass noch mehr Geld in die Hand genommen wird für Straßensanierung, dass wir 160 Millionen im Haushalt haben. Und wenn es künftig 200 Millionen Euro sind, dann hat es auch unsere grüne Unterstützung, meine Damen und Herren. Zum Schluss kurz noch zum Thema Radwegebau. Es ist ja grundsätzlich gut und erfreulich, dass das Fahrrad wirklich aus dieser Nische von sozusagen Freak-Lebensfortbewegungsmittel rausgekommen ist. Das Fahrrad ist anerkannter Verkehrsträger geworden in den letzten Jahren. Und es wird in den Radwegebau investiert und Sie legen auch noch mal einige Millionen drauf, das ist nur zu unterstützen. Ich habe es bisher noch nicht, Herr Minister Wüst, so wahrgenommen bei den Radverkehrsverbänden, dass nun unbändige Freude ausgebrochen wäre, wie Sie das mal in einer Pressemitteilung oder in einem Pressegespräch gesagt hätten, dass Sie sich kaum vor Freude halten könnten. Meine Frage lautet, wie soll die Umsetzung der Radschnellwege finanziert werden? Sie investieren da etwas mehr, als wir das im Haushalt gemacht haben, aber jetzt ist das ja alles noch im Planungsverfahren. Mich würde interessieren,
warum nehmen Sie da nicht noch mehr Geld in die Hand? Wir haben ja 5 Projekte hier in Nordrhein-Westfalen ausgelobt. Die Planung ist weitgehend fortgeschritten. Es geht in die Umsetzung. Wir haben einen Haushaltsänderungsantrag als Grüne vorgelegt, der besagt, dass wir noch mal 5 Millionen zusätzlich hier investieren sollten. Wir würden uns da um Unterstützung freuen. Radschnellwege sind eine gute Alternative im tagtäglichen Verkehr in Nordrhein-Westfalen. Es geht jetzt um die Realisierung der Projekte. Geben Sie sich einen Ruck kurz vor Weihnachten, nehmen Sie da noch ein bisschen mehr Geld in die Hand und wirken Sie dazu mit. Wir sind auf jeden Fall dazu bereit, das weiterhin zu unterstützen. Es ist ein Herzensanliegen der Grünen, dass die Radschnellwege in den nächsten Jahren realisiert werden. Danke für die Aufmerksamkeit.